Auch irgendwie spannend hier zu sein, ne? Königsburg. Doppel werde ich auch einen nice Loot finden. So, ich habe bestimmt Schrumps hier. Doppelschussbogen. Leute, wir sind in Schloss Hyrule. Gebt euch das mal. Es kommt mir vor wie gestern, da sind wir als kleiner Pups losgelaufen. Ich dachte mich, ey, auf was habe ich mich nur eingelassen? Jetzt sind wir hier, besiegen diese übermächtigen Maschinen. Und laufen vorhin weg. Ein paar Sachen ändern sich nie. Ihr schon merken, hier werde ich häufiger speichern. Aber ich weiß nach wie vor nicht, was man mit diesen Teilen macht. Ne? Warum ist mein Ton weg? Mein Headset alle. Bester Aimer. Oh, Bosas Zorn macht aber auch gut Damage, ne? Weißt du, dass du nur lebst? Dreh dich um. Nee, das wird ja nicht der Brunnen hier sein, ne? Ich darf Flieger. Mutterschild. Mutterschwert. Ich. Oh, warte. Oder? Links und rechts zwei Säulen. Gut, von denen ist nichts mehr übrig. Ich hätte gedacht, es könnte hier sein, aber... man gleich versuchen zu lernen, wie man mit den Einländern hier. Aber bestimmt auch gut verkaufen, wenn man die farmt. Respawn die wahrscheinlich, ne? Kurz gucken geht. Da kann ich wieder auf Augen schießen. Was ist los, hä? Was ist los, Kätzchen? Ich glaube, ich muss gleich aufhören. Gezwungenermaßen. Katze braucht ein bisschen Zuwendung. Um mich selber auch ein bisschen Hype zu halten, wie wär's? Wir laufen Richtung Tor, dann höre ich auf.
Aber ich kann nicht. Ich vergesse das sonst wegen diesen Upgraden von Perks. Los Hyrule. Und ich betrete das Schloss. Es ist wahr. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Oh Gott. Nicht gut. Passt doch. Wir gehen noch nicht weiter. So, was geht? Ja, antike Materialien. Nächstes Modul möchtest du dann verbessern. Stasis. Ja, bitte. Katschika! Stasis-Modul Plus lässt für ein Objekt die Zeit stillstehen. Er kann auch ein Monster anhalten. Was? Während gestoppte Objekte erschüttert, staut sich Bewegungsenergie an. Diese wird mit einem Schlag freigesetzt, sobald die Zeit weiterläuft. Monster? Wie geil ist das denn bitte? In die Maus gekommen, Entschuldigung. Maus, geh aus dem Bild. Das Leitsteinchen hat auch alles gegeben. Ha. Hm? Oh. Schon alle Module verbessert, oder nicht? Diesem Schickerstein und dein Schwertkünsten ist kein Kraut gegen dich gewachsen. Selbst die Verheerung Ganon hat nicht den Hauch einer Chance gegen dich. Jawohl, ja. Ich kann nichts mehr für dich tun. Oder willst du nur quatschen? Impa. Impa ist ihre kleine Schwester. Deine Schwester? Wir haben schon mal gesagt, dass wir nicht viel gemeinsam haben. Wenn ich eine Idee habe, dann will ich sie sofort umsetzen. Impa dagegen überlegt erstmal ein Jahrzehnt oder zwei. Unsere Forschung stand ursprünglich unter der Schirmherrschaft von Schloss Hyrule. Impa hatte damals das hochoffizielle Amt der königlichen Beraterin inne. Letzten Endes lief es darauf hinaus, dass sie mich zügeln musste, wenn ich allzu großen Unsinn ausheckte. Interessant. Seitdem Schloss Hyrule von der Verheerung heimgesucht wurde, fließt auch kein Geld mehr ins Institut. Die letzten 100 Jahre muss ich mein Privatvermögen in diese Arbeit stecken. Brauche ich nur ein paar Millionen Rubine, dann könnte ich ein paar neue Module erforschen. Kann ich sonst etwas für dich tun? Wiedersehen. Hier, die können nichts mehr für uns tun. Fotos hinzufügen. Ein Tierfoto. Wenn ich 10 nehme, bin ich pleite, ne? Mal, Schatzfoto fehlt nur noch eins. Hier, das kaufen wir. Ich kauf's. Ach. 147 Waffen fehlen noch. Alter. Ja, not bad. Das nächste Mal.
geht's dann ordentlich weiter. Ich bin schon ein bisschen hyped, weil wir jetzt rein theoretisch das Spiel beenden können. 10, wenn wir es dann wollten. Das hypt mich. Das freut mich sehr. Ich habe viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Und bis zur nächsten Folge. Oder bis gleich. Je nachdem, wie weit diese Folge geschnitten ist. Tja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nachdem wir das letzte Mal ja das Master Schwert gezogen haben. Daruk-Schirm ist jetzt einsatzbereit. Ich weiß gar nicht, was zuletzt bei euch kam. Ich weiß gar nicht, wie ich schneide. Die letzte Aufnahmesession noch nicht geschnitten. Jedenfalls haben wir noch einen Turm offen, habe ich mich gestern dran erinnert. Okay, da sehen wir den Schrein. Und leider ist es drumherum erhöhter als der Schrein. Da sind auch überall Berge. Hi. Oh. Wo bist du? Was gibt's? Kiel, wo bist du? Unser Nesthäkchen Kiel ist verschwunden. Ich frage mich, wo sie wohl sein könnte. Sie wird doch nicht zu den Brüderfelsen gegangen sein, um ihr Lied zu üben. Ist doch viel zu weit weg, um ganz allein dahin zu gehen. So langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Finde Kiel dahin? Ist doch nicht weit. Liegt nur nicht auf meinem Weg. Schade, dass die Quests nicht aktiviert werden. Was ist da drüben schon? Kann natürlich die Quest eh nicht Ende sein. Aber was soll's. Jetzt reicht's. Diese blöden Gänse. Meine Schwestern und ich hatten ausgemacht, zusammen singen zu üben, aber nicht eine von ihnen ist gekommen. Wir müssen doch bald dem Häuptling bei den Brüderfelsen das Lied vorsingen. Wenn wir nicht üben, wird das eine völlige Blamage. Du siehst aus, als wärst du dumm genug, nett genug, mir zu helfen. Sag meinen Schwestern im Dorf der Orni, dass sie nicht unsere Übungsstunden schwänzen dürfen. Auf mich hören sie ja nicht, aber wenn ein flotter Typ wie du das sagt, kommen sie sicher. Die einzige, bei der ich mir Sorgen mache, ist Genli. Ich wette, sie ist in der Küche und plärrt dort rum. Ich will Knusperlachs. Sie ist ganz launisch und will nicht mal an unserem Gesangsvortrag teilnehmen. Sie ist so nervig. Habe ich gesagt? Ich meine natürlich. Oh ja. Hey. Der Titan hat die Verheerung Ganon und Schloss Hyrule ins... Was? Alter. Wie dumm ist das denn? Wie dumm ist das bitte? Ja, dann. Das Spiel fängt schon wieder an zu nerven. War sie jetzt wirklich bei den Brüderfelsen? Man hat ja wirklich recht. Oh, kann ich dir das jetzt dank für deine Hilfe anbieten? Danke, danke. Heute habe ich mich sogar darauf gefreut, anzufangen aufzunehmen. Heute habe ich sogar Bock. Hinter dem Wasserfall hochschwimmen. Ganz ruhig, Tuxi. Ich weiß, ich habe dich lange in der Wildnis stehen lassen. Aber man kann nicht alles haben. Hier ist es nicht der richtige Weg. Ich bin nach links. Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Warte, noch einmal kurz zum Abschluss. Ist gut gemacht. Dürfte dann somit der letzte Turm gewesen sein.
Usch. Nochmal ein riesiges Stück Karte aufgedeckt. Die gesamte Karte wurde hinzugefügt. So, wenn wir mal schauen, was zur Hölle ist denn das? Das haben wir schon mal gesehen von hier, ne? Da waren wir doch, oder? Ne, waren wir nicht. Okay. Da oben haben wir auch so ein Teil. Was ähnliches zumindest. Hier, Hebraberge, Hebragipfel, Hebra-Westspitze, Hebra-Nordspitze. Hier ist eine Quelle. Bergfuß der Erstarrung. Okay. Und da oben auch noch hin kann. Sieht hier irgendwas nach Stallung aus? Nö, ne? Ich glaube auch nicht, dass man die groß sieht, oder? Wo haben wir hier einen Stall? Da? Nö, sieht man gar nicht auf der Karte. Ja, wenn ich den Weg weiter nachlaufe, komme ich zu diesem Schrein. Da kann ich auch einfach hinfliegen. Dann entdecke ich kurz diesen Schrein da vorne. Revalis Sturm ist bereit. Aber wie gesagt, wir machen den noch nicht. Ja, hier ist doch schon Stall. Lul. Wie gesagt, wir gehen aber nicht rein. Stall hingegen nehme ich. Stall des Schneelands. Aber ich sehe keinen Kankis. Derry! Guck mal, wir haben noch 69 Pfeile. Ja, antike Mineralien verkaufen. Sowas hier ist immer geil. Stimmt, nach Taburasa müssen wir eigentlich auch nochmal. Meisteraxt. E-Platz, oder? Nee. Meine Nachforschungen haben mich nach Ost und West geführt und jetzt bin ich im Norden gelandet. Hier soll es ein Knochenpferd geben. Aber es ist zu kalt, um weiterzusuchen. Das ist es nicht wert. Knochenpferd? Ah, meine Intuition in Verbindung mit deiner Frage sagt mir, dass du dich für das Knochenpferd interessierst. Ich will dieses Monster mit eigenen Augen sehen. Es wäre unglaublich, wenn es wirklich existieren würde. Tja, nur leider komme ich zwar mit allen möglichen Gefahren klar, aber bei dieser Kälte hört der Spaß auf. Willst du mir helfen? Natürlich gegen Belohnung. Ein Bild oder ein paar Notizen oder so würden mir reichen. Okay. Schlicht danach findet man es auf der nördlichen Tabanta-Ebene zusammen mit Stahlbockblinz. Naja, Stall. Andere Quellen sagen, es befindet sich sogar jenseits der Ebene ganz drüben im Osten. Vor diesen seltsamen Ruinen. Du machst das schon. Ein Bild vom Knochenpferd. Hat mein Interesse geweckt, habe ich Bock drauf. Was geht? Seit die Geschichte eines. Ja, ja, komm. Na, seid bis fähig, ja, ja, ja. Gab es Hilo und Mali. Labyrinth, okay, okay, okay. Genau, ich weiß nicht, wer es gebaut hat, aber wie lange es schon da ist. Die Erwachsenen haben es immer so schön zu gefährlich und so. Naja, du weißt, eines Tages habe ich Hilo dazu gebracht, sich jetzt Mutprobe in das Labyrinth zu wagen. Ich habe ihn nicht wieder gesehen. War aber wirklich gefährlich. Kinder haben einfach kein Gefühl für Gefahr. Okay, da hat das Labyrinth nicht überlebt. Was mit der anderen? Vielleicht hast du ja die große Schlucht im Südosten von hier gesehen. In irgendeinem Grund sollen sich Ruinen befinden. Ich weiß nicht, wer sie gebaut hat oder wie lange sie schon da waren. Die Erwachsenen haben es verboten, da zu spielen, bla bla bla. Wir sind die Kinder vergessen manchmal in Neugier und Vorsicht.
Anne und Mali mögen fort sein, aber in diesem Stall leben zwei ihrer Nachfahren. Wie gesagt, es gab kaum Kinder und so waren meine einzigen Freunde. Erde. Hallo. Warum sind Männer von gefährlichen Dingen immer gleich so begeistert? Egal wie viele Monster man besiegt, große Macht ist noch lange kein Zeichen von gutem Charakter. Findest du nicht auch? Du hast recht. Wenn es dieses heilige Bandschwert wirklich geben sollte, dann hoffe ich, ein netter Abenteurer wie du findet es. Also meinst du das hier? Was da? Na ja, dann. Kann man da nicht begeistert sein? Du stimmst doch zu, oder? Worum geht's? Das heilige Bandschwert, die Legende sagt, es soll irgendwo in Hyrule versteckt sein. Wenn man es herumschwingt, schießt angeblich heiliges Licht aus der Spitze. Es fegt alle Monster davon und bannt das Böse. So wie das hier? Was? Das soll das heilige Bandschwert sein? Hm, interessant. Oh, verstehe. Klingt jetzt viel schlanker, als ich sie mir vorgestellt habe. Ich dachte immer, so ein legendäres Schwert müsste mindestens so groß und breit sein wie ich. Vielen Dank jedenfalls, dass du es mir gezeigt hast. Davon werde ich noch meinen Urenkeln erzählen. Oh, kein Ding. Dann habe ich halt so rumfliegen. Ne? Okay. Eine aktivierte Quest zeigt mir leider nichts. Auf so eine riskante Mission möchte ich dann ungern Tuxi mitnehmen. Andererseits, was soll's? Tuxi macht das schon. Wir müssen dann eigentlich passiv auch mal ein bisschen trainieren. Tuxi hätte schon vollstes Vertrauen in Link. In mich natürlich nicht, aber in Link.